Ja, Shalom Aleichem, wir lernen heute über dem Schlussgebet Aleinu Leshabeach LaAdon Akol. Das ist eine Gebet, die beendet jeden Tag Schacharit, Mincha und Arvit. Shabbatot und Feiertage, immer beim Ende von alle sagt man Aleinu Leshabeach, man lobt Gott. Nicht nur an diese Gebete, es gibt noch zwei besondere Gelegenheiten im jüdischen Kalender oder im jüdischen Leben, wo man sagt das. Eins, nach einer Brit Mila, wenn ein Junge, Ingele, hat man ihm gemacht Beschneidung, hat man ihm gemacht von Agoi zu Ayid, sagt man später, Aleinu Leshabeach. Und genauso von Kiddush Levana, wenn man segnet dem neuen Monat, anschließend sagt man auch Aleinu Leshabeach. Diese Gebet ist sehr, sehr alt. Dieses Gebet wurde verfasst, der erste Stück von Joshua Binun, sein Name ist auch drinnen versteckt. Aleinu, Vanachnu, Shehu, Hu, machen die Wörter Hashua. Also sie machen seinen Namen drinnen. Und dieses Gebet hat Joshua Binun, der Nachfolger von Moshe Rabbeinu, hat die erste Hälfte von diesem Gebet gemacht. Warum? Die Juden waren sehr assimiliert, sehr beeinflusst von alle sieben Völkern, Knani, Girgashi, Prisi, Jevusi und die alle. Und er wollte sagen, dass wir sind anders als alle Völker in Knan. Und wir sind anders als alle Stämme in dieser Welt. Dass sie beugen zum Götzen und wir beugen zu unserem König, alle Könige nach Kodesh Baruch Hu. Okay? Und natürlich die Ende von diesem Gebet sagte das, was hat gesagt Rachav, wo Joshua sich später geheiratet. Dann, du bist schon beim zweiten Hälfte. Beim Ende hier steht geschrieben, dass Rachav hat gesagt, jetzt weiß ich, dass der Ewige ist der Gott im Himmel und in die Erde. Nobody is like him. Okay? Okay. Interessant. Diese Idee ist so alt, woher wissen wir, dass sie so alt ist? Dass es gibt kein Wort über Bet HaMikdash, über Tempel, über Zion, über Geula. Dann versteht man, es ist noch vor Bet HaMikdash, es ist noch vor alles. Versteht ihr? Okay. Nicht nur jeden Tag, auch am Rosh Hashanah, in die Mitten von dem Gebet, sagt man Aleinu. Was passiert, wenn einer kommt in die Synagoge und alle Leute sagen Aleinu? Was sagt er? Aleinu, mit. Egal wo du hältst, in die Gebet, auch wenn hast du schon gesagt, gebetet. Aber kommst du in eine Gesellschaft und alle sagen Aleinu, du sagst sofort mit allem Aleinu Leshabeach. Das ist ein Gebet, wo alle sagen zusammen. Okay. Jetzt die zweite Teil von Aleinu wurde, also wenn wir in ein paar Wörter definieren, was ist der erste Teil von Aleinu, der erste Teil von Aleinu ist zu zeigen, dass wir sind anders als alle anderen. Dass alle anderen Völker damals beim Antritt nach Eretz Israel haben gebeugt zu primitiven Götzen. Und wir haben unseren Gott und wir haben diesen Gott, haben wir das auch gebracht zu der ganzen Welt, diese Glaube an einen und einzigen Gott. Der zweite Teil von Aleinu kommt von Achan. Wer war Achan? Nach dem ersten Krieg beim Inneres Israel, Joshua hat gesagt, die ersten drei Buchstaben von Al-Kene Kav, siehst du, Ein, Kav, Nun, Achan. Okay. Das macht den Buchstaben Achan. Mhm. Wer war Achan? Achan war ein Fehlermensch, ein Sündiger. Was hat er gemacht? Im ersten Krieg in Eretz Israel hat gesagt, Joshua Binun soll niemand nehmen vom Krieg Beute, ja? Mhm. Geschenke, Geld, Pelz, von Elefant, die Hörner, also teure Sachen. Und warum? Weil wir wollen nur zurück zu unserem Land kommen. Wir wollen nichts nehmen, was uns nicht gehört. Und der ganze jüdische Volk hat das gehört. Und nicht genommen. Es war nur eine Person, die konnte nicht
herrschen sein Trieb und er hat leider genommen. Mhm. Und weil einer hat genommen, haben Leute gestorben im Krieg. Hört ihr gut, sieht man, wie ist die Bürgschaft und die Kontakte zwischen alle zusammen. Einer macht einen Fehler und alle leiden. Weil unser Leben ist wie ein Schiff und wenn einer macht ein Loch in sein Zimmer, in sein Schiff, werden alle entsunken. Dann hat Achan hat gemacht ein Gebet, wo in diesem Gebet reicht nicht nur, dass wir jüdischen Volk am Israel sich zertrennen von allen Völkern, weil dann was haben wir davon, wenn unsere kleine Zimmer im Schiff ist privat. Wir sind doch ganze Welt, alle. Das heißt, die zweite Teil von Oleinu ist nicht mehr individuell, sondern universell. Alle Juden ohne Ausnahme lieben den zweiten Teil. Ich habe noch nie gesehen eine Gruppe, die unzufrieden von dem zweiten Teil, weil sie ist sehr universell. Jeder, der sucht eine Rede für Tikkun Olam, für Weltreparatur, für universelle, schöne Leben mit alle, wo alle, weißt du so, die schönen Wörter, wo die ganze Welt ist einzig, das ist die Wörter von Achan. Und da sagt man, beim zweiten, dass die ganze Welt akzeptiert Gott. Verstanden? Okay. Jetzt, lass uns die Sachen ein bisschen erklären. Oleinu Leshabeach, schnell Wiederholung, wann sagen wir das? Immer. Ganz jüdische Kalender, Shachris, Mincha, Mairif, Shabbos, Yontef, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Rosh Hashanah sagen wir das sogar in die Mitte. Yom Kippur sagen wir das sogar in die Mitte. Also das ist die zentrale Gebete. Normalerweise Oleinu ist zum Schluss, aber in die hohe Feiertage ist in die Mitte, weil es zeigt auf Königreich von Hashem. Jetzt. Oleinu Leshabeach, wer hat das geschrieben? Joshua bin Nun, beim Antritt nach Eretz Israel. Er wollte die Juden absondern von allen Völkern. Die zweite Teil, wer hat das geschrieben? Achan. Baruch hat Oadin Eulenu Melech Oilom. Shak und Nebet Vorin. Amen. Jetzt Umsetzung von der Erklärung. Diese Erklärung habe ich gehört von... von einem, der heißt Rav Hillel. Ich habe schon vergessen seinen Namen. Der heißt Rav Hillel. Ich habe gehört das von ihm und ich gebe ihm die Kredit. Ich erzähle das, was er hat gesagt. Er hat gesagt, dass Jeden fühlen sich in der Welt, insbesondere in den alten Zeiten, nicht so wohl. In Arbeit, in Gesellschaft, in Gefühl. Wo ein Jid fühlt sich zu Hause? In der Synagoge. Das ist ein Beit HaKnesset, das ist ein Insel. Sogar die Jiden in den alten Zeiten waren so doppelt Jiden. Sie waren ein Jid zu Hause und in die Synagoge und ein Mensch draußen. Also sie wollten nicht ihre Jid draußen die ganze Zeit zeigen oder auffällig sein. Ja? Deshalb, in dem Moment, wo die Jiden sind in die Synagoge und er ist in Gan Eden und alles ist schön, er ist in seine Insel und bald geht er in die Umgebung. Und er arbeitet mit anderen Völkern, mit anderen Stämmen, mit Goyim, mit anderen Glaubensrichtungen. Kann sein, dass er will sehr schnell anpassen an denen und verlieren seine Identität, seine Individualität, seine Persönlichkeit. Muss man ihm sagen, hör mal zu, du bist eine nationale Fußballgesellschaft, du bist eine erste Liga. Und wie sagt man zu jemandem, dass er ist erste Liga? Hey, wir sind erste Liga. Und alle anderen sind nicht die erste Liga. Okay, so fühlt sich der Mensch identifiziert mit seiner Gruppe. Weil in dem Moment, wo gehörst du zur Elite, in dem Moment, wo du gehörst zu Ausgewählten, zu Besonderen, die beten zu einem und einzigen Gott, bist du nicht so wie alle Völker, Knaani, Prisi, Yevusi, Girgashi, die alle anderen Völker, du hast mit denen nichts zu tun. Obwohl du arbeitest mit denen, du sollst spüren, du bist was Besonderes. Verstanden? Das ist die Idee von wem? Von Joshua. Diese Idee hat in sich ein bisschen Gefahr. In dem Moment, wenn ich bin ein bisschen besonders, oh, vielleicht kann ich ihn betrügen, vielleicht kann ich ihn klauen, vielleicht kann ich Tricks machen, vielleicht kann ich Schmonzes machen mit einem Goy oder Intrigen oder wie auch immer,
unkoschere Sachen, kommt Achan und Achan hat schon diese Fehler gemacht. Er wurde sogar gesteinigt, weil er hat in Krieg genommen von die Beute. Achan hat gemacht einen Krieg und er hat gesagt, eine interessante Idee. Und das ist eine Erklärung, die sollt ihr immer bitte erinnern. Auserwählt oder erste Liga oder nicht so wie alle bedeutet nicht Vorteil, Verdienst. Das bedeutet Pflichten. Pflichten bedeutet, zum Guten passt, gut zu benehmen. Ich gebe ein Beispiel, wenn du bist ein Kind von einer guten Familie, die Familie sagt, wir sind gute Familie, beschmutzt nicht unseren Ruf. Das ist jetzt eine Arroganz, dass so eine Familie so spricht, oder Vorteil? Vorteil? Man sagt, wir sind gute Mischproche, wir sind gute Nation. In dem Moment, wenn hat man uns ausgewählt zu einer bestimmten Aufgabe, diese Aufgabe können wir nicht kaputt machen. Deshalb, Aleinu Leshabeach hat immer eine zwei Schläge. Mhm. Einerseits dich zu heben, sich separieren mit alle in einerseits. Der andere Aspekt ist, dich mit alle anderen zu integrieren lassen, nicht bleiben an deine eigene Meinung. Habt ihr verstanden, die beiden Seiten? Mhm. Die erste Seite von Joshua ist die Seite mit alle zu sagen, I'm something different. Ich bin Aid. Ich bin nicht so wie alle, die beugen zu Götze, die helfen nicht. Wir bedanken einen Gott, der besonder ist. Aber dieser Gedanke, dass du bist something special, kann dir bringen zum Hochmut, zum Arrogant. Was glaubt er? Wer ist er? Mit was bist du etwas besser? Beruhigt euch. Ich bin nicht besser. Ich wurde ausgewählt. Was soll ich machen jetzt? Gott hat mir gegeben so eine Aufgabe, diesen vorbildlichen Licht für die Nationen sein. Und deshalb kommt Achan und er sagt, nicht springen hoch in diese Gefühle, sondern sofort wissen, dass Ayid zu sein, Volk Israel, ist eine Pflicht, ist nicht nur ein Verdienst. Das ist eine Aufgabe für Symbol, es ist eine Aufgabe für Hilfe, es ist eine Aufgabe für sehr viele gute Sachen, die man kopieren kann, unterstützen, Wohltätigkeit, Linie, Erziehung, also nichtsdestotrotz, dass die anderen haben auch sehr gute Sachen und wir fahren sowieso alle in demselben Schiff und kann jeder dem anderen bereichern, doch nicht verlieren seine Identität. Das heißt, in dem Moment, wenn du bist in die erste Reihe von Geiger, du spielst Geiger, aber das heißt nicht, dass Klarinett spielen ist schlecht. Der spielt Klarinett, was lachst du? Der spielt Geiger und der spielt Klarinett. Deine Aufgabe ist Geiger zu... Stell mal vor, der Klarinett sagt zu dem Geigerspieler, du Hochmutiger, was glaubst du, was bist du? Ein Geigerspieler? Nein, das ist meine Aufgabe. In dem Moment, wo ich sitze vorne in dem Orchester, heißt das, ich muss auf mir aufpassen. Aber man muss dem ganzen Melodie, man braucht die ganzen Orchester. Man braucht auch Kontrabass. Verstanden? Jetzt die letzte Erklärung. Warum kommt Aleinu Leshabeach beim jedem Gebet? Weil der Jid geht bald draußen. Und es gibt so eine Legende, dass in den alten Zeiten die Jiden wollten auch ein Signal zu wissen, wann ist das Gebet zu Ende, um zusammen rauszugehen, nicht alleine. Deshalb haben sie auch laut gesungen. Also das sind die höchsten Tonnen in die Gebet. Und da weiß man, die Gebet ist zu Ende. Und da gehen alle raus. Und es gibt Leute, die sagen, sie lieben diesen Melodien, die Synagoge. Und die Gebet ist zu Ende. Und dann kommt Kiddush. Also gibt es Leute, die lieben diese Melodie. Also Aleinu Leshabeach hat einen sehr guten Ruf. Und darum sagt man ihm auch dort, wo es gibt große Unterschied zwischen Jiden und den Völkern. Jeden haben einen großen Unterschied in die Erde und großen Unterschied in den Himmel. Großer Unterschied in die Erde auf unsere Körper Brit Mila. Wir machen Beschneidung. Und deshalb in dem Moment, wo hat man gemacht Brit Mila, anschließend, was sagt man Aleinu? Wir sind anders als alle. Und aber trotzdem, wir integrieren so wie alle. Verstanden? Mhm. Und genauso bei Kiddush Levana, wenn wir nicht dieselbe Kalender wie alle Völker haben, sondern wir haben Mondkalender, Mond und Sonne,
Und in dem Moment, wo wir stehen draußen und wir benchen die Levone, die Dämonen, wissen wir, dass Hashem hat uns auserwählt von allen Völkern. Alle Völker, die zählen zu Dämonen. Die zählen zu der Sonne. Wir zählen zu Dämonen, wir segnen Dämonen mit Orientierung auch an die Sonne. Das heißt, bei uns ist schon eine Mischung. Und diese Mischung zeigt, dass wir wollen die Mischung. Einerseits, wir separieren uns, weil wir machen Dämonen. Andererseits, wir orientieren uns. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Man kann heute die Religion, Kulturen so verteilen auf drei. Diejenigen, die leben in der Vergangenheit, sehr konservativ, sehr Ehre zu den Älteren, Ehre zu den älteren Menschen. Und es gibt diejenigen, die gehen nach vorne, die sind sehr modern. Frauen, Kinder, Emanzipatie, gucken in die Zukunft. Jeden ist immer eine Mischung. Mhm. Es ist eine Mischung zwischen Wiederkauen wie Kamel und Mischung zwischen Schwein, der gespaltene Hufen hat und er geht nach vorne. Versteht ihr? Also das ist so immer eine gesunde Mischung zwischen allen Gesellschaften, die in dieser Welt existieren. Deshalb, wir wollen wissen, dass Hashem soll sein in dieser Welt König auf dem Universell und er soll sein eins und sein Name eins und niemand soll glauben in dieser Welt, dass noch irgendeine Kraft existiert. Nur Hashem alleine. Deshalb dieses Gebet von Aleinu ist so besonderes. In der Zeit von Bet HaMikdash, dann hat man gesagt, dieses Gebet hat man gebeugt, so wie unsere Cousins, die Muslime, dass sie gehen auf den Boden. Genau, wir haben Rosh Hashanah und Yom Kippur. Aber heute im Bet HaMikdash haben wir keine Bet HaMikdash. Deshalb machen wir das noch an hohen Feiertagen, an Rosh Hashanah und an Yom Kippur und gerade bei Aleinu, weil es steht geschrieben, weil nachnu koirim umishtachavim. Interessant, auch jetzt am Sukkot steht geschrieben, dass König Shlomo hat gebaut Bet HaMikdash. Er hat geknet auf die Knie, für Hashem gebetet lang mit offenen Händen, so. Also er war gebeugt auf die Knie und so mit den Händen gebetet lang. Verstanden? Mhm. Schkoyach.